So, gut, ich habe mir jetzt eine Map rausgesucht bei Steam, die ganzen Evidence Bags, heißen die auf Englisch, anzeigt. Das Doofe ist allerdings, hier auf der Map werden diese Bags nicht angezeigt, diese Taschen. Von daher muss ich die jetzt alle wirklich nochmals abklappen und hoffen, dass wir die schnell finden. Das sind 20 Stück. 6 haben wir, glaube ich, schon. Ganzen sind in drei verschiedenen Regionen verteilt, genau. Der eine ist hier hinten, aber ich glaube, den haben wir beim Durchrennen mitgenommen, oder nicht? Wenn das die Stelle ist. Ich glaube, der war hier. Also die Tasche war hier. Oder hier unten. Irgendwo hier war die Tasche, glaube ich. Die haben wir auf jeden Fall schon mitgenommen. Gut. Hier war ja die Verfolgungsjagd. Dann geht's gleich weiter. Hier in der Sackgasse. So, jetzt führt mich die Map wieder wie keine Ahnung was. Aber weil das eine Einbahn ist, ja gut. Aber ich bin schließlich die Polizei, ich darf alles. Okay, sie werden wenigstens auf der Minimap angezeigt, das ist gut. Wenigstens das, ne? Sonst wäre es ziemlich schwierig. Sonst müsste ich wirklich alles nochmal abgehen. 6 von 20 haben wir jetzt, gut. Hier ist ja, glaube ich, diese Gondelstation. Ne, nicht Gondel. Diese kleine Eisenbahn, die hier auch für den Berg hinauffährt zum Aussichtspunkt. Das heißt, den hätten wir. Dann irgendwo hier. Wow. Leider müsst ihr euch mit der Sirene etwas abgeben, weil, ja, bringt mich ein bisschen besser durch die City. Wenn die Autos hier Platz machen. Okay, das ist beim Polizeirevier, das haben wir auch. Das andere wäre gleich hier beim Haus. Wie es aussieht, im sicheren Haus sogar. Was ja ziemlich mies ist. Wow. Okay. Ich frag mal nicht. Aber wir können ganz kurz schauen, was wir im Kleiderschrank haben. Okay, geht gar nicht. Schade. Dann haben wir diese Tasche. Wenn ich logisch vorgehen möchte, dann eher die
Tasche hier drüben. Im Regen fährt sich die Karre auch wie ein Schiff. Da haben wir Nummer 8. Die andere hier beim U. Mich interessiert es nur eigentlich, ob man da irgendwie was bekommt, weil das ja Beweistaschen sind. Möglicherweise beweisen die ja irgendwie etwas, was wichtig ist. Oder was wir sonst verpassen würden hier in der Story vom DLC. Nummer 9 von 20, gleich haben wir die Hälfte. Ich glaube, die beim U hatten wir schon. Nee. Wieder im Gebäude drin, okay. Zehn von 20. Dann gibt es jetzt hier noch 4 Stück. Hier beim Krankenhaus zuerst eine, eben noch im Krankenhaus. Hier beim Park, die hatten wir schon, wenn ich mich richtig erinnere. Hier und dann hier draußen. Ist halt ziemlich zeitaufwendig immer das Ganze. Ein bisschen nervig ist, aber okay. Können wir hier abkürzen? Yes. Wahrscheinlich im Krankenhaus drin. Draußen oder drin? Drin, wie mies! Dann hier, da fahren wir einmal rum. Drumherum. Nee, beim Game Park haben wir sie doch vergessen. Wieder im Brunnen, oder was? Beim Brunnen. Okay.
Hier kann man auch rein. Interessant, was wir hier entdecken. Sieht schön aus hier. Schöne Brunnen hier in der Mitte. Building Directory. Was ist das hier wohl für ein Gebäude? Hier waren wir, glaube ich, schon. Die Karre sieht auch aus. Fällt gleich auseinander. So. Ich gebe mich gar nicht mit euch ab, sorry. Was? Nichts. Ich bin brav. Ich bin ein guter Cop, das wisst ihr ja. Ich bin immer gut. Ja. Gut. Dann haben wir hier in Central alle. In Kennedy Town gibt's noch ein paar. Der erste Tasche ist hier, die haben wir. Das weiß ich. Das war im Dock, dort in dieser Garage drin. Ne, warte. Doch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Stück gibt's in Kennedy Town. Ich bin mir echt sicher, ob wir die schon haben dort, die ich markiert habe. Mal schauen. Nö. Die haben wir noch nicht. Die ist auf dem Hafengelände. Ich hab doch gesagt, hier muss irgendwo eine Tasche sein. Ist die da oben drauf? Scheint wohl so. Wow. Okay, noch fünf Stück. Genau hier in dieser Gasse drin. Und die andere hier unten an dieser Kreuzung. Eine hier und hier oben.
Okay, die haben wir. Hier einmal durch die Meute durch, die nicht mehr hier ist. Hier rechts, die haben wir auch. Dann irgendwo hier. Wahrscheinlich haben wir die in Kennedy Town auch schon. Ne, hier ist noch eine übrig. Wow, das glänzt so sehr, die hätte ich sehen müssen. Noch vier Stück. Dann hier beim Friedhof ist eben doch noch eine. Ich habe ja gesagt, dort muss eine sein. Aber ich würde den Friedhof nicht absuchen während der Mission dort. Jetzt wird es ja wenigstens angezeigt. Wahrscheinlich wieder neben dem Wasserfall, natürlich. Die Sachen sind immer so in etwa am gleichen Ort eigentlich. Wenn wir das dann haben am Schluss, dann schaue ich mit euch zusammen gleich auch noch wieder auf die Achievements, um zu sehen, ob wir wirklich alle haben. Kennedy Town haben wir jetzt alles. Central waren wir. Jetzt bleibt uns hier noch Aberdeen übrig. Irgendwo hier unten in der Ecke. Dann die zwei dort. Drei dort und die vier hier auf dem Wasser. Braucht man ein besseres, also ein neues Polizeiauto. Ist ein bisschen schneller und wieder frisch. Und schon ist geschrottet. Was mir aber auffällt bei diesem DLC, die Lichter der Autos werden manchmal nicht richtig angezeigt. Es fällt auf, aber sonst ist eigentlich alles immer gut gelaufen bei Sleeping Dogs. Nur manchmal ein paar lustige Bugs mit fliegenden Dingen. Inklusive mir selbst. Das muss ich gleich wieder raussuchen. Nope. Um daraus einen Short zu machen, weil die sind manchmal noch beliebt, so kleine lustige Shorts auf YouTube. Hier wieder die rechte Fahrbahn, da das schneller geht.
Ja, dort unten ist noch eine Tasche. Wahrscheinlich eher hier oben drauf, wahrscheinlich. Yes. 18 von 20, noch 2 Stück. Noch 2 Stück. Also die 2 und 2 wäre hier unten auch irgendwo. Die 3 dort drüben. Shit. Okay, die haben wir auch noch nicht. Scheint mir da drauf zu sein. Denk mal oben. Aber wie kommt man da hoch? Über das Schiff vielleicht? Möglicherweise. Ja. Neunzehn von 20. Hier. Und das ist dann hier die letzte Tasche, die uns fehlt. Ist die hier drin? Draußen, oben drauf? Denk mal oben drauf. Wenn man da irgendwie oben drauf kommt. Und dann hätte man die vielleicht während einer Mission holen müssen. Ich hoffe es ja nicht. Sieht irgendwie so aus. Oder auch nicht. Hier kommt man rein. Kommt man hier wirklich rein?
Okay. 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 Ich glaube, die ist hier drin. Shit. Das ist jetzt echt doof. Muss das sein? Ach, hier. Wir haben's gut. Ich dachte schon. Das wäre sonst wirklich richtig beschissen gewesen. Nice. Pickup Monster. Ich glaube, Pickup Monster heißt, wir haben echt alles, was man sammeln kann, gesammelt. Gut, dann schauen wir doch gemeinsam mal kurz bei Steam rein. Pickup Monster, finde alle Beweis-Pickups. Kultmeister haben wir auch. Hongkongs Elite Bombenteam. Yes. Wir haben 55 von 59 Errungenschaften. Ja, die Kampfmaschine, eben die 10 Triaden-Upgrades, da fehlt mir halt eins leider, das ist jetzt irgendwie halt doof. Und diese ganzen Abzeichnungen hier, die finde ich ein bisschen doof, also ja, brauche ich nicht unbedingt. Aber ich würde sagen, somit haben wir das Spiel eigentlich durchgespielt, so gut es geht. Und mit dieser schönen Aussicht auf Aberdeen und Aberdeen Island, oder wie sie Insel da heißt, und Hongkong, Berge, verabschiede ich mich wirklich fürs letzte Mal hier von Sleeping Dogs. Es war mir eine Freude, das Spiel zu spielen. Ich hab's geliebt. Ich liebe es. Ich finde es so gut gemacht. Schade, dass es keinen zweiten Teil gibt. Wirklich schade. Die DLCs waren noch gut. Das war so ein bisschen was anderes. Eine andere Story. Hat Abwechslung reingebracht. Finde ich auch gut. Und die Grafik ist eigentlich für das Alter wirklich also noch okay. Das Spiel ist wirklich ziemlich nice. Ich finde das wirklich ziemlich gut. Habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Aber ich kann mich nicht genug wiederholen. Ich empfehle es jedem eigentlich, der gerne Open World Spiele hat, die ein bisschen so arcade-lastig sind beim Fahren und eine gute Kampf. Einen guten Kampfmechanismus, fällt mir gerade das Wort nicht richtig ein, haben, genau. Ja, einfach eine Empfehlung für alle, ist ziemlich cooles Spiel, ist ziemlich günstig bei Steam auch, die Definitive Edition, man kann es hier mit Reshades noch ein bisschen aufpeppen, wie man irgendwo sehen kann, genau. Das ist die normale Grafik eigentlich. So sieht es mit Reshade aus, ein bisschen besser, schärfer und ja. Somit würde ich sagen, zum letzten Mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play wieder bei mir auf dem Kanal. Vielen Dank, haut rein und schlaf gut, meine Hunde. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Love is love.